Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fountain of Youth. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit mir zusammen das Spiel spielen möchtet oder beziehungsweise zuschauen möchtet. Ich habe mir überlegt, dass wir ein bisschen auf die Jagd gehen heute, beziehungsweise dass wir erstmal die Karre ausräumen werden und dann werden wir Kupfer und Lehm suchen. Eventuell endlich mal die Stelle finden, wo der Jaguar ist, den wir dann noch erschlagen müssen. Und da ist auch das Kupfer und dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen Leben finden. Also für heute habe ich mir noch eine Menge vorgenommen. Erstmal räumen wir das hier wieder aus. Das brauchen wir nicht. Oh, da war noch Knochenpfeile, okay. Wenn Sie sehen, brauchen wir nicht. Das Kupfer wird zu schwer, wenn ich das jetzt mit einpacke. Dann schauen wir mal. Ah ne, wir können erstmal gucken, ob wir uns eine Tasche bauen können. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich schon genug Leder dafür habe. Die Knochen tun wir mal hier rein. Die Sehnen tun wir da hinten rein. Ah ne, da nicht. Das ist nur Werkzeug. Ach ja, Knochendings wollte ich machen. Genau. Die kommen hier wieder rein. Die kommen hier wieder rein. Die kommen hier wieder rein. Die Angel kommt da erstmal rein. Angeln tun wir ein anderes Mal. Drinnen. Da ist das Speck fertig, da können wir ein neues hinnehmen, wenn wir das haben. Reicht das? Ja. Dann kann das trocknen. So, was haben wir noch da drin? Die drei Kupfer. Ja, aber klar, dass das so schwer wird. Schmeißen wir jetzt hier einmal hin. Können wir den nämlich ein anderes Mal wegräumen. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. So, unser Leder nehmen. Hinzufügen. Nein, ich habe keins mit. Aber das haben wir, glaube ich, hier ist noch ein. Das nehmen wir mal mit eben. Platzieren und fertig. Und dann gehen wir mal eben da hinten hin. Zum Tisch und gucken, ob wir uns eine Ledertasche bauen können. 2 und 1. Die haben wir noch. Ah, war doch der andere. Dann können wir nämlich wieder ein paar Sachen mehr mitnehmen. Und eine Nadel. Nadel, keine Nadel, keine Nadel. Fischgräten. Fischgräten. Ah, Herstellung. Können wir noch nicht sofort losgehen? Müssen wir da eben ein paar Kleinigkeiten machen, bevor wir losgehen? Haben wir das Säcklein fertig? Wunderbar. Wie viel können wir mitnehmen? 16 Einheiten, das ist ja prima. So, die Nadeln bleiben natürlich hier in unserer Werkzeugkiste. So, jetzt wollte ich ein Knochenmesser machen. Das ist nämlich ein bisschen effektiver. 3 Stück brauchen wir dafür. Und normale Werkbank, Hammer. Dann brauchen wir, glaube ich, noch diesen hölzernen Griff. Nehmen wir das mal mit. Hammer. Der war da, glaube ich, im Wagen. Also haben wir
Plan gehabt. Unsere Werkbank. Und, wo ist es denn? Suchen wir mal. Neue Baupläne wurden freigeschaltet. Ja. Da brauchen wir jetzt einen kurzen Griff für und dafür brauchen wir einen dicken Ast. Also brauchen wir zwei dicke Äste. Haben wir die schon wieder da? Zwei dicke Äste. Und einen kurzen Griff. Da brauchen wir auch zwei. Autsch. Nochmal das Ganze. Dann können wir damit jetzt das Knochenmesser machen. Das müssen wir auf der Werkbank. So. Jetzt haben wir den ganzen Tag wieder gearbeitet. Eine Bandage brauchen wir eben, weil wir uns geschnitten haben. Der Hammer kann weg. Gut, die Sachen werden wir nochmal im Verteilen. Das Salz tun wir hier rein. Müssen wir nochmal Feuer machen für Wasser. Ja, bevor man so eine Reise antritt, das dauert ganz schön lange. Die Zehen, die trinken wir eben. So. Voll. Ja, das sollte aber reichen. Jetzt haben wir noch mal zweimal Wasser. Dann kann die Maschine laufen. Dann essen wir noch was und dann gehen wir los, würde ich sagen. Und dann müssen wir noch das Dock bauen. Das kommt da wieder rein. Die brauchen wir nicht mitschlören. Dann bauen wir noch mal eben unseren Leopard an. Na, muss ich mich doch hier hinstellen. So, der kann aber auch hier bleiben, der Hammer. Aber nicht in der Essenskiste. Hier kommt er wieder rein und der andere auch.
Salz tun wir hier rein. Sehen tun wir hier rein. Das essen wir eben. Wir kommen hier rein. Das lassen wir auch eben hier. Die Würmchen, die brauchen wir zum Angeln. Schaufel. Kann man die reparieren? Nein, die kann ich nur zerstören. Bestätigen. Wir brauchen aber eine Schaufel, falls wir das Leben finden. Muss ich nochmal angucken. Schaufel. Ein Kupfer und zwei davon, und davon brauchen wir einen dicken Ast, die haben wir glaube ich noch. So, jetzt müssen wir aber alles zusammen haben für unsere Reise. Das ist leer soweit, außer eine Feder, da kann man mit leben. Steine, so viel brauchen wir nicht. Alles egal, das nehmen wir jetzt mit und fertig. Dann gehen wir jetzt mal los. Hüpfen wir da wieder über die Steine, damit der blöde Tiju. Man hört ihn schon wieder. Da komme ich nicht hoch. Doofe Idee. Ja, okay. Gehen wir eben dich hierher. Da sind ein paar Skorpione. Ich habe keine Lust, die was soll ich mit der Schaufel? Die gleich wieder auf der Hand zu haben. Gell? Wir haben die doch mitgenommen, oder haben wir die jetzt nicht mitgenommen? Vermutlich nicht, ne? So doof wie wir sind, muss ich doch wieder einen Steinmesser machen. Was ich noch bauen wollte. Trockengestelle wollten wir noch machen. So, auf geht's in die Höhle des Löwen. Ach nee, des Pumas. Jaguars.
Nett. Also. Autsch. Entweder beide oder nur einer. Naja. Kennt er ja schon, ne? Dann kann ich wenigstens gucken, wo unsere Messer geblieben sind. Ach so, sind wir noch gar nicht fertig. Jetzt sind wir aber fertig. Na gut, dann rennen wir mal los. Seid ihr mit der Schaufel? Da sitzt er. Getroffen. Weit. Da ist da hinten ist der Jaguar. Er lag doch gerade noch ein Toter. Gut getroffen. Hä? Wir hatten doch gerade. Ach, da liegt er. Wo bist du? Da ist er. So, der ist auch hin. Alles unseres. Gehen wir mal weiter. Ich habe hier gerade irgendwo eine Drachenfrucht gesehen. Da habe ich sie noch. So. Kuddel mitnehmen. Ein Teil der Karte der Einheimischen und hier ist noch ein Buch. Und daher schon wieder irgendwas. Zwei Stück wieder.
Tür ist weg. Seht ihr, da ist die Lehmgrube. Hier können wir ein bisschen Lehm mitnehmen. Schon mal die da oben drauf legen. So. Jetzt müssen wir hier hin. Glänzt was? Ponce de Leon and Fernan Delgado found an ancient copper mine in the depths of the island. The explorers were about to start mining the ore. When a huge beast jumped out of the bushes and rushed to the commander, the conquistadors had never seen such a ferocious predator before. Fernan did not hesitate and struck the animal with a well-aimed shot. His quick response is the only thing that saved Juan Ponce de Leon. With the beast defeated, the friends filled a cart with copper ore and returned to the camp. The sailors were able to use the ore to forge strong patches and reliable tools to repair the San Cristobal. The ship and four small boats were soon fixed and ready to sail. This time, Juan Ponce de Leon decided to act for sure. The commander organized several search parties to study the nearby islands and their weather. Knowledge of the region was to help the sailors make their way through the Bimini Belt. I found a list of places with coordinates where the search parties and the commander himself had gone. If I can determine the coordinates of the island I am currently on, I could draw a map and then figure out where to sail to find Juan Ponce de Leon. Zum Gedenken an Fernan Delgado, der das Leben seines Kapitäns Juan Ponce de Leon mein Leben gerettet hat, soll hier eine Kathedrale errichtet werden. Im Jahre 1513 haben wir hier Kupfer abgebaut, in einer alten Mine, um ein beschädigtes Schiff zu reparieren und die Expedition auf die Suche nach dem Jungbrunnen fortzusetzen. Und hier ist dann das Kupfer. Was wir dann abbauen werden. Völlig erschöpft, da müssen wir erstmal eine Runde schlafen. Genau. Das kann da rein. Oh, habe ich unseren Schlafsack? Doch, habe ich doch mitgenommen, ne? Da wollte ich doch sagen. Guck
Kopf abbauen. Das ist natürlich auch sehr heftig. Dann nehmen wir den Rest noch mit, wenn wir das noch hinkriegen. Achso, das war schon alles. Okay. Dann können wir noch gucken, ob wir noch ein bisschen Lehm mitbekommen. Und dann werden wir mal wieder uns auf den Rückweg machen. Ja, so viel passt da auch nicht mehr rein. Na gut, dann müssen wir nochmal wiederkommen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Lass mal ein bisschen hier. Na, war doch zu viel. Das ist nicht so viel, aber... Naja. Nur drei Stück mitnehmen und die anderen holen wir dann ein anderes Mal. Dann marschieren wir jetzt erstmal zurück. Ja, hier sind sehr viele Ressourcen, ne? Die wir natürlich alle gebrauchen können. Dann da durchwuseln. Wir dann an unserem Haus angekommen sind, dann werde ich die Folge auch für heute wieder beenden. Die Zeit ist nämlich schon wieder um. Es geht immer recht schnell. Leider Gottes. Aber so mittendrin will ich jetzt auch nicht aufhören. Das Problem Gott sei Dank mit dem Wasser schon mal ein bisschen gelöst. Jetzt brauchen wir nicht ständig Wasser zu holen. Ja, in der nächsten Folge werden wir natürlich die Karre dann wieder ausräumen und mal schauen, was wir noch so bauen können an unserem Haus, an Werkbänken und sowas. Das werden wir schauen. Vielleicht werden wir dann auch noch ein bisschen Leben holen. Autsch! Da haben wir doch tatsächlich einen von diesen Mistviechern noch übersehen. Noch einen. Dann werden wir gleich sterben. Geh weg, du. Ja, gut. Mit dem Tod machen wir dann jetzt eben Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage bis denne und wie immer freue ich mich auf euch in der nächsten Folge. Ciao, ciao, eure Tammy.